Über einen Monat war Pause, nun sind sie wieder da. Die Zebras stehen wieder auf heimischem Rasen und bereiten sich auf das erste Spiel der Rückrunde vor. Cheftrainer Elia Gruev sieht dem optimistisch entgegen. Ich merke, dass die Stimmung in der Mannschaft enorm gut ist, dass die alle heiß sind auf das erste Spiel, aber nicht nur auf das erste Spiel in Paderborn, sondern auf eine komplette Rückrunde. Wir wollen auch in die Rückrunde genauso erfolgreich sein wie in die Hinrunde. Beim Rückrundenstart am kommenden Samstag in Paderborn kann Elia Gruev fast auf den gesamten Kader zurückgreifen. Es fallen lediglich der rot gesperrte Barış Özbek und Ersatztorhüter Marcel Lenz aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung aus. Neuzugänge gibt es keine im Zebrastall. Ivo Grilic betont in dem Zusammenhang die Zufriedenheit des Vereins mit der aktuellen Mannschaft. Unzufrieden ist auch der Cheftrainer. Nicht nur mit der Mannschaft, sondern auch mit der gesamten Vorbereitung. Wir haben richtig gut trainiert, haben viele Details gearbeitet, unter Top-Bedingungen, muss ich ehrlich sagen, auch hier, aber dann auch in Portugal. Wir haben auch sehr viel sonnenpositive Energie getankt. Die Ergebnisse in Vorbereitung, Spiele sind auch sehr gut. Und dementsprechend haben wir alles umgesetzt, was wir auch geplant haben. Ob jetzt auch alles umgesetzt werden kann, was geplant wurde, wird sich am Samstag um 14 Uhr in der Benteler Arena in Paderborn zeigen. Der WDR überträgt die Partie live in der Konferenz mit den Partien Osnabrück-Münster sowie Köln-Magdeburg. Paderborn verpflichtet Michael Ratajczak. Die ehemalige Nummer 1 des MSV, Michael Ratajczak, steht nun beim Ligakonkurrenten SC Paderborn zwischen den Pfosten. Dies gab der Tabellen-14. In der vergangenen Woche bekannt. Ratajczak stand bis zum Sommer 2016 beim MSV unter Vertrag. Er fiel bereits in den letzten Spielen der vergangenen Saison verletzungsbedingt aus. Insgesamt absolvierte er 112 Einsätze für den MSV, 37 Mal blieb es dabei zu null. Verletzungspech bei MSV Frauen. Am vergangenen Wochenende verletzte sich Topspielerin Sophia Nati. Beim SAP-Cup zog sie sich einen knöchernen Ausriss und einen Seitenbandausriss im Daumen zu. Die Verletzung konnte erst am darauffolgenden Tag festgestellt werden. Nati wird demnächst operiert und fällt für unbestimmte Zeit aus. Ebenso Mannschaftskollegin Maike Kemper. Die Torhüterin zog sich im Herbst 2016 beim Training einen Kreuzbandriss zu. Nachdem sie vor ein paar Tagen erneut operiert werden musste, steht fest, dass die 22-Jährige in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Die Operation sei jedoch gut verlaufen, so die Torhüterin selbst. Die Zebras konnten bereits für Ersatz sorgen. Lisa Klostermann unterschrieb ihren Vertrag beim MSV bis zum Juni 2018. Die Torhüterin spielte 2016 in der deutschen U17-Mannschaft. Toter auf Portugal-Rückflug. Auf dem Rückflug vom Trainingslager in Portugal nach Eindhoven verstarb ein Passagier von Flug 6608. Der ältere Mann konnte leider trotz intensiver Unterstützung der medizinischen Abteilung des MSV und einer sofortigen Landung in Nantes nicht gerettet werden. Testspielabsage bei den Frauen. Das Testspiel gegen den 1. FC Köln am 25. Januar an der Mündelheimer Straße wurde abgesagt. Grund dafür waren die Witterungsbedingungen in Duisburg. Das nächste Testspiel ist für Samstag, den 28. Januar, geplant. Gespielt wird dann gegen den Zweitligisten Herforder SV.